Die Voraussetzung für gesunde Pflanzen beginnt natürlich schon beim Boden. Je höher der Humusanteil ist, je lockerer er ist, desto besser kann er Wasser aufnehmen. Mikroorganismen siedeln sich besser an. Lebewesen sollten auch natürlich vorhanden sein, um einfach das Pflanzenwachstum zu fördern. So schaffen wir starke und gesunde Pflanzen und müssen nicht so viel mit irgendwelchen Schädlingen oder Krankheiten kämpfen. Und ein Weg für mich ist der gute Komposthaufen. Und den habe ich dieses Jahr wieder vermehrt angesetzt, um einfach ihn über die Jahre hinweg auf die Beete zu streuen, um einfach guten Humusboden aufzubauen. Und in dem Video möchte ich einfach mal zeigen, wie ich jetzt diesen Komposthaufen aufgebaut habe, worauf ich darauf achte, und soll einfach auch eine kleine Inspiration für euch sein. Welche organischen Materialien habe ich für meinen Komposthaufen genutzt? Ich habe von einer jungen Dame Pferdemist, der frisch ist, mit Stroh in ungefähr 15 Säcken abgefüllt. Sie hat nämlich zwei Pferde in ihrem Garten. Zusätzlich nehme ich natürlich auch meinen eigenen Bokashi für die effektiven Mikroorganismen und der Pflanzenkohle. Und zusätzlich nutze ich dann noch ein bisschen für den Stickstoffgehalt, Grünschnitt und auch ein bisschen Reste von Salat und Zwiebeln, die ich immer gerne an meine Nachbarn weitergebe. Und das alles habe ich dann zu dem Komposthaufen bei mir ans Gewächshaus gebracht, die bereits angesetzt sind. Zunächst habe ich die vorhandenen Komposthaufen ein bisschen mit der Grabgabel aufgelockert, beziehungsweise auch Sauerstoff mit eingearbeitet, damit auch Wärme noch entsteht. Darauf habe ich dann den Bokashi aufgelegt. Da kann man die ganz schöne Pflanzenkohle mit den, mit den Fermentationsflecken sehen. Das ist also ziemlich viel Leben. Und auf diesen Bokashi habe ich dann nochmal ein bisschen Pferdemist aufgelegt. Der war auch schon ziemlich warm und mir macht es auch nichts aus, den mit der Hand anzufassen. Diese schönen Pferdeäpfel haben auch nicht ganz so stark gerochen. Und den ganzen Haufen habe ich damit erstmal bedeckt, ungefähr zwei Säcke voll, und das habe ich dann im Anschluss mit dem Bokashi und dem bereits vorhandenen Komposthaufen vermischt, damit nochmal Sauerstoff und Wärme in den Komposthaufen mit eingearbeitet wird, damit auch die Verrottung schneller vonstatten geht. Darauf habe ich dann ein bisschen Grasschnitt aufgelegt, um einfach den Stickstoffgehalt und die Vielfalt für den Verrottungsprozess zu fördern. Und ungefähr drei Komposthaufen habe ich in dieser Variante aufgebaut. Im Thermokomposter werfe ich gerne die Schnecken rein, die ich im Garten aufglaube. Die sorgen natürlich für einen wunderbaren Kompost, sind dann doch eher Nützlinge. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne kannst du den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Empfiehl doch Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt, und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findest du unten in der Videobeschreibung, damit ich weiterhin für euch Videos produzieren kann und das Permakulturprojekt am Leben erhalten kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren und schönen Tag, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.